Hare Krishna, in diesem Video möchte ich über die Verehrung der Bildgestalten sprechen. Denn das ist ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Teil, eine wichtige Praxis im vedischen spirituellen Leben, der vedischen Kultur, dass Divinitäten in physischer Form abgebildet und auch modelliert werden und dann verehrt werden. Gerade aus unserem judeo-christlichen und muslimischen Kulturen wird das sehr kritisiert und verurteilt und auch als Götzenverehrung betrachtet. So, wir haben nun diesen Konflikt, gerade für diejenigen von uns, die vielleicht sehr geprägt sind noch von diesen abendländischen Denkweisen, wenn wir uns mit dem Vedischen beschäftigen und dann auf das, was eben aus dieser judeo-christlichen Sicht als Götzenverehrung betrachtet wird, wenn wir darauf stoßen. Und darüber möchte ich sprechen, wie man das verstehen kann, was das überhaupt sein soll. Grundsätzlich würde ich sagen, gibt es zwei Arten von Religion auf der Erde, aus unseren Kulturen entstanden. Das eine sind die indoeuropäischen Religionen und Traditionen und das andere sind eben die judeo-christlichen, primär jüdischen. Die vedischen oder indoeuropäischen Kulturen und Traditionen sind auch in der Überzahl und waren vor vielen Jahrtausenden die primäre Kultur auf unserem Planeten. Das sind zum Beispiel Kulturen wie natürlich die indische, das sind Kulturen wie auch die griechische, römische, auch verschiedene skandinavische, nordeuropäische Kulte und Traditionen, Kulturen, ägyptische Kulte, Hethiter und Babylonier und so weiter. Das sind alles indoeuropäische Kulturen und Völker und sie verbindet vieles, aber eines, das sie im Besonderen verbindet, ist die Praxis ihrer Spiritualität und ihr Verständnis des Spirituellen, des Absoluten. Denn sie haben alle verstanden, wie wir auch im Vedischen verstehen, dass es einen Gott gibt, ein höchstes absolutes Wesen, aber zwischen dem Menschen und diesem höchsten Wesen noch die sogenannten Halbgötter oder Devas, verschiedene andere Götter. Und man verstand und man kannte auch ihre Natur. Primär in den vedischen Schriften werden diese Götter beschrieben und in den Charakterzügen, in ihren Tätigkeiten, ihren Funktionen im Universum, aber auch in ihrem Aussehen. Und aus diesem Grund ist es vollkommen legitim, sie auch abzubilden. Und man versteht, dass diese Götter, göttlichen Wesen und auch der höchste Gott, Vishnu, Krishna, die Fähigkeit haben, die Macht haben, zu einem gewissen Grad und auf gewisse Art und Weise in dieser Abbildung von ihnen selbst zu residieren. Krishna, das absolute Wesen, hat sicherlich diese Fähigkeit, weil er überall gegenwärtig ist und allbewusst ist, dass er sich offenbaren kann und manifestieren kann in physischer Form. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Es ist nicht, dass er dann reduziert wird auf ein physisches Wesen und dann diese Statue ist oder einzig und allein diese Statue ist. Er ist diese Statue, weil er in ihr residiert, um sich uns zu offenbaren. Aber es ist nicht, dass er dann nur diese Statue ist und voll und ganz in diese Statue eingeht. Er ist auch diese Statue. Er ist dennoch immer noch das absolute Wesen. So, diese Fähigkeit ist Krishna gegeben. Einfach logisch gesehen ist überhaupt kein Problem für Gott, das zu tun. Warum tut er das? Damit der Verehrer in direkten Austausch mit ihm treten kann. Das ist eine Hilfe sozusagen. Natürlich könnte man sagen, es reicht einfach an Gott zu denken. Stimmt. Aber es ist einfacher, wenn man eine physische Form hat, die Gott nicht nur repräsentiert oder symbolisiert, sondern die er tatsächlich ist. So, Krishna nimmt sozusagen diese Form an, beziehungsweise belebt diese physische Form wie ein Metallstück, das elektrisch aufgeladen wird oder durch den elektrische Energie strömt, ja. So ähnlich wird dann eine Statue elektrifiziert oder wie sagt man, energetisiert. Ja? Also ein gewisser Teil göttlicher Energie, göttlicher Persönlichkeit und Bewusstsein anwesend in dieser physischen Form.
Und dadurch wird diese Materie dann spiritualisiert. Die Materie wird spirituell, weil sie, wenn wir mit ihr in Austausch treten, uns hilft auch spirituell zu werden. Also die Spiritualität sozusagen springt über, könnte man sagen. Wenn wir in Kontakt kommen mit der spirituellen Energie, dann werden wir auch spiritualisiert, so wie wenn man ein Eisenstück in Feuer hält und dieses dann die Eigenschaften des Feuers annimmt. So nehmen wir dann spirituelle Eigenschaften an, wenn wir mit dieser spirituellen Energie in Form von materieller, spiritualisierter Energie, dieser Figur sozusagen oder Statue, Deity, in Kontakt treten. Das ist das Prinzip. Und dieses Prinzip können wir Gott nicht abschreiben. Und in den Veden wird das beschrieben, dass das möglich ist und unter welchen Gesichtspunkten und Umständen das dann funktioniert. Das ist das Prinzip. Und vedische Völker, indoeuropäische Völker, hatten alle diese Tradition der Verehrung von Bildgestalten und von Göttern. Diese Praxis war gang und gäbe. Durch das Judentum und später auch den Islam, die sich vollkommen distanziert haben von dieser Praxis und sogar eine Lehre daraus gemacht haben, zu sagen, man darf Gott nicht, sich nicht vorstellen oder Bilder von ihm machen, das wäre Götzenverehrung, hat man so diesen Gegenpol einer Tradition, die sich vollkommen davon distanziert und das dämonisiert sogar. Ist das gerechtfertigt? Ist das richtig? Kann das, haben sie recht? Ja? Ich würde sagen, nein, sie haben nicht recht, weil sie das Prinzip nicht verstehen, dass eine Divinität so mächtig ist, sich in dieser Form zu offenbaren. Und der Verehrer weiß, natürlich ist diese Gestalt nicht exklusiv und einzig sein verehrtes Objekt. Bis zu einem gewissen Grad ist es ein Symbol, aber eben mehr als nur ein Symbol. Ja, also ein lebendiges Symbol sozusagen. Aber er versteht, dass der Gott selbst seine eigene Identität hat und seine eigene Stellung und sein eigenes Wesen. So, man kann sich keinen Gott schaffen. Man channelt sozusagen einen Gott. Das ist dann ein Medium einfach, um mit dem Gott in Austausch zu treten. So, das ist das Prinzip und das ist einleuchtend, das ist plausibel. Warum soll es nicht so sein? Warum soll es nicht möglich sein? Und in den Veden wird eben auch beschrieben, wie diese Persönlichkeiten aussehen und deshalb kann man sie abbilden. Wir haben deshalb Bildgestalten von Krishna, dann sieht man ihn zweihändig mit Flöte und so weiter. Wir haben Bildgestalten von Vishnu, vierarmig und so weiter, weil diese Beschreibungen in den Veden gegeben werden. Dort wird eben beschrieben, dass der Gott, diese göttliche Entität, so aussieht und deshalb kann man anhand dieser Beschreibung ein Abbild machen. Und auch andere Wesen wie Shiva oder Durga und so weiter. Natürlich versteht man auch aufgrund der vedischen Information die Stellung in dieser ganzen Hierarchie kosmischer Wesen. Das wird auch verstanden. Und Vaishnavas verehren primär Krishna, weil sie verstehen, er ist das absolute Wesen. Und wenn Halbgötter verehrt werden, dann nur in Beziehung zu Krishna, nicht getrennt von Krishna. So, das ist kein Polytheismus. Es ist nicht, dass man denkt, es gibt viele Götter. Nein, es gibt nur einen Gott und die Götter sind seine Repräsentanten und Aspekte von ihm. Sind auch Lebewesen, wie jedes andere auch, aber haben eine besondere Stellung im Universum und sind mit besonderer Kraft von Krishna ausgestattet. Sind eben Aspekte und Repräsentanten von ihm. Und wenn man das versteht, können sie auf diese Art und Weise auch verehrt werden, aber nicht mit der Motivation, einen materiellen Nutzen davon zu bekommen. Und das sind dann eben die sogenannten Halbgottverehrer, die verschiedene Halbgötter verehren, um einen materiellen Nutzen zu bekommen. Denn Verehrung soll rein gemacht werden, ohne etwas dafür zu erwarten, sondern einfach nur, um Krishna zu erfreuen und ihn eben zu verehren, sich ihm bewusst zu werden, über seine Existenz und sein Wesen, seine Natur bewusst zu werden. So, in diesen jüdischen, christlichen und besonders im jüdischen und im Islam, da wird das nicht anerkannt, nicht verstanden. Vielleicht auch, weil man keine Beschreibung Gottes hat. Man versteht ja auch in der Bibel zum Beispiel, da erscheint Gott maximal als brennender Dornenbusch und es gibt ein paar Situationen, wo jemand Gott ein paar Aspekte von ihm gesehen hat, aber niemand hat in der Bibel Gott gesehen. Und aus der Sicht heraus sagt man, ja, niemand darf ihn abbilden, weil niemand weiß ja, wie er aussieht. Gut, dann liegt es eben an der Offenbarung dieser Schriften, dass es da keine Beschreibung Gottes gibt. Aber in den Veden gibt es Beschreibung Gottes. Dann würden die halt sagen, das stimmt halt nicht. Okay, das können sie maximal sagen. Aber wenn das Prinzip gegeben ist, dass man weiß, wie Gott aussieht, wenn man versteht, dass eine Person ist, der auch einen Körper hat, aber der Körper ist spirituell, nicht materiell, und so wird das auch beschrieben, Sat Chit Ananda Vigraha,
sein Körper ist ewig, kein physischer Körper ist ewig, sind alle vergänglich, aus Materie geschaffen. Gottes Körper ist ewig, hat keinen Anfang, kein Ende, ist eine ganz andere Energie, aber dennoch eine Form, aber eine spirituelle Form. Sein Körper ist voller Bewusstsein, ja, eine bewusste energetische Entität. Er ist allwissend, er weiß alles, was irgendwo passiert ist. Und er ist voller Glückseligkeit. So, sein ursprünglicher Körper ist komplett spirituell und die Urquelle, aus der alles kommt und alles gekommen ist. Parasya Shaktir Vividya Shruyate. Alles geht von Gott aus. Er ist die ursprüngliche Quelle und das ist Krishna. Ja? So, wenn man anhand der vedischen Beschreibungen versteht, wie er aussieht und das wird auch kommuniziert, dann kann man ein Bild von ihm haben oder eine Statue von ihm haben und diese wertschätzen. Ja, das, daran ist nichts auszusetzen. Wenn man natürlich keine Beschreibungen in seinen Schriften hat und nicht weiß, wie er aussieht, kann man es natürlich nicht tun. Und dann soll man natürlich sich das nicht ausdenken. Naja, vielleicht sieht das so aus oder so oder so. Das wäre dann Götzenverehrung, wenn ich mir das zusammenspekuliere und meinen eigenen Gott schaffe, einfach zusammenbaue, wie ich es gerne hätte. Aber wenn man eben die Offenbarung hat, aus den Schriften heraus, dann ist es keine Götzenverehrung. So, das ist der Unterschied. Und im Judentum, im Christentum, auch im Islam, gibt es keine Beschreibungen, wie Gott aussieht und deshalb distanziert man sich davon, ein Bild von ihm zu haben. Und weil sie nicht glauben können, dass andere Traditionen wie die vedische im Besonderen eine Beschreibung von Gott haben, deshalb interpretieren sie das eben als Götzenverehrung. Die bauen sich ihren eigenen Gott, weil sie eben nicht an die Offenbarung der Veden glauben. Das ist eben ihr Rational. Interessanterweise hat man im Katholizismus aber genau dieses Prinzip, das in den Veden gegeben wird, vollkommen angewandt, weil man im Katholizismus, im Besonderen und anderen christlichen Traditionen, an Jesus als den Sohn Gottes glaubt oder Gott selbst, ja, Gott Sohn, ein Teil der Trinität. So, für sie ist Jesus ein göttliches Wesen, eine historische Person, der wandelte auf unserer Erde. Und man hat gewisse Beschreibungen von ihm oder wie man eben denkt, dass er aussieht. Und nun wird er gemahlen und abgebildet. Weil sie verstehen, ja, der war ja hier, das war eine aktuelle, wie sagt man, das war eine wirkliche Person und deshalb darf man von ihm ein Bild haben. Und es gibt historische Aufzeichnungen, Begebenheiten, was geschehen ist, das darf man abbilden, das darf man beschreiben, da darf man eben Bilder malen, man kennt den Kreuzgang und so weiter, verschiedene Szenen des Lebens von Jesus werden abgebildet. Und da ist es vollkommen legitim, obwohl sie gleichzeitig an Götzenverehrung glauben oder dass manche Götzen verehren. Dann würden sie es ja selbst machen, sie bilden ja den Gott ab. Aber warum tun sie das? Weil sie verstehen ja, so hat er ausgesehen oder das ist tatsächlich passiert. Warum? Weil das steht in der Bibel. Die Bibel offenbart uns über die Natur von Jesus und deshalb bilden wir das ab. Oder sie bilden sogar Gott selbst ab in dieser alter Mann-Figur, wo die wenigsten Christen letztendlich, denke ich, glauben, dass Gott so ein alter Mann mit Bart ist, aber dennoch bilden sie ihn ab. So, das wäre ja dann auch Götzenverehrung. Oder die heiligen Statuen und so weiter. Natürlich, im Protestantismus hat man sich davon ja dann auch distanziert wieder, aber im ursprünglichen Katholizismus wurde das angewandt. Ja, so dasselbe Prinzip. Und so, warum wird es gemacht? Weil es eben funktioniert. Wenn ich was weiß über Gott, kann ich es auch in Materie repräsentieren. Weil wenn es so wäre, dass man Gott nicht durch irgendetwas Materielles repräsentieren kann, ja, nicht nur nicht durch Bilder, dann wären aber auch Worte nicht legitim, weil Worte sind auch materiell und könnten ja Gott niemals beschreiben. So dürfte man auch keinen, nicht Allah sagen, das wäre ja auch eine Anmaßung, diese Klangschwingung auf Gott zu projizieren. So Götzenverehrung, das Prinzip würde dann ja weitergehen, als nur ein Bildnis von Gott zu haben, ein Bild oder ein Gebilde. Sondern alles, was Gott repräsentiert aus Materie raus, wäre dann eine Erniedrigung, weil es ihm nie entsprechen könnte. Und soweit ich weiß, manche jüdische Tradition, vielleicht alle, sagen ja nicht mal das Wort Yahweh, weil man darf denn, das ist zu heilig, darf man nicht in den Mund nehmen. Da wäre das schon eher angewandt. Aber im Islam spricht man über Gott. Da haben wir auch einen Koran und haben auch Namen von Gott. Aber die sind doch alle mit unseren Worten gesprochen. Wie können diese ihm dann entsprechen? So, da zeigt sich, dass die Materie an sich
Gott repräsentieren kann. Und im Vedischen geht man weiter, dass man sagt, nicht nur Worte können Gott repräsentieren und uns helfen, uns ihm zu nähern und ihm bewusst zu werden, sondern auch physische Dinge können repräsentieren. Im Bhagavatam wird sogar das ganze Universum als Abbildung Gottes gesehen, in Form der universalen Form. Natürlich versteht man, dass nicht das Universum Gott ist, obwohl dann gesagt wird, die Berge sind seine Knochen und die Flüsse sind seine Venen und die Wolken sind seine Haare und so weiter, die Sonne und Mond sind seine Augen. Das sind einfach nur Beschreibungen, um sich Gottes Immanenz bewusst zu werden, aber man versteht, dass nicht Gott das Universum ist, man ist nicht pantheistisch deshalb. Ja, man versteht, diese Elemente repräsentieren Gott und helfen uns. Die Materie hilft uns, Gottes bewusst zu werden, weil die Materie ist Gottes Schöpfung. Und wenn sie Gottes Schöpfung ist, ist sie auch gut. Wenn Gott gut ist, ist alles, was von ihm kommt, auch gut. Was der Mensch dann daraus macht, ist schlecht. Das ist das Schlechte. Aber was von Gott ursprünglich kommt, ist gut. So die Schöpfung als Gottes Energie repräsentiert ihn grundsätzlich und man kann durch die Philosophie, und in den Veden wird das bemerkt, ihn durch die Schöpfung und in der Schöpfung wahrnehmen. Und man weiß aber dennoch, dass er nicht die Schöpfung ist, er ist nicht die Materie. Selberweise, wenn man eine Bildgestalt hat oder verehrt, versteht man, dass Gott natürlich mehr ist als die Bildgestalt. Aber diese Bildgestalt repräsentiert ihn, hilft mir, ihn zu sehen, hilft mir, ihm Dienst darzubringen. Und Gott ist so barmherzig, dass er diesen Dienst auch annimmt. Und der Devotee, der Verehrende, wird durch diese Praxis spiritualisiert, gereinigt, geläutert und Gott offenbart sich ihm. Und das ist letztendlich der Beweis, dass es keine Götzenverehrung ist, weil man Gott durch diese Praxis wirklich näher kommen kann. Man fühlt das, man erlebt das. Und das ist keine Einbildung. Man erlebt, dass Liebe zu Gott sich manifestiert. Man wirklich hingegebener, demütiger, aufmerksamer und so weiter wird durch diese Technik. Und ich selbst praktiziere das auch, schon seit vielen Jahren. Und ich erlebe, dass ich eine hingebungsvolle Haltung entwickle durch die Verehrung Gottes in Form der Bildgestalten. Ein anderer Beweis, dass es eben wirklich stimmt und funktioniert, sind die unzähligen Geschichten der Veden und auch der vedischen Kultur, in der sich Krishna oder Gott durch die Bildgestalten dann direkt offenbart hat. Und da gibt es unzählige Geschichten, die kann ich nicht alle jetzt erzählen, aber werde ich mal Videos drüber machen und die erzählen, weil die sind sehr, sehr erstaunlich, dass die Bildgestalten selbst etwas dann, wie sagt man, getan haben, gesprochen haben oder etwas reagiert haben oder sich bewegt haben, aber eben nur dem Verehrenden offenbart haben. Und da gibt es viele, viele Geschichten und das wäre dann auch ein interessanter Hinweis, dass das eben, oder das wäre ja auch ein Wunder, dass so eine Statue auf einmal lebendig wird. Ja? So Krishna zeigt sich dann in manchen seltenen Fällen, aber manchmal doch, in Form dieser Bildgestalt. Das heißt, es funktioniert wirklich. Ja? Aber auch wenn sich diese Bildgestalt nicht bewegt oder sich jetzt direkt offenbart, derjenige, der ernsthaft die Bildgestalten verehrt, merkt mit der Zeit, dass das keine physische Form ist, nicht tote Materie, dass da mehr dahinter ist. Und das ist eine Sache des Bewusstseins, das kann ich jetzt nicht. Und das ist eine subjektive Sache, ja. Aber dennoch möchte ich das auch in den Raum stellen, dass der Verehrende eben Erfahrungen mit der Bildgestalt macht, die metaphysisch sind oder, wie sagt man, nicht von dieser Welt sind, ja, die sich dann nicht erklären lassen mit materiellen Argumenten, Aussagen. So, das waren ein paar Worte zu der Bildgestaltenverehrung. Ja, so ist der richtige Name. Und das wird eben falsch verstanden als Götzenverehrung von primär anderen Religionen. Obwohl sie das teilweise auch selbst anwenden, wie ich erklärt habe, im Katholizismus direkt werden auch Figuren gemacht und die werden auch verehrt teilweise und auch Bilder gemalt. Und dann, wenn man eben weitergeht, das Prinzip anwendet, dass Materien repräsentieren kann, dass eben Gebete verfasst werden, dass Gott eben auch in andere materielle Formen gefasst wird und da ist es legitim. So, deshalb meine ich, kann es auch eben auf der Bildgestaltenebene auch legitim sein und ist es auch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat etwas erklärt. Wenn es Fragen gibt, das ist natürlich vielleicht ein komplexes Thema. Das ist natürlich eine Sache, die leicht missverstanden werden kann.
Und deshalb habe ich es erklärt, um da tiefer einzutauchen, was es eigentlich ist. Und in allen Tempeln, in ISKCON-Tempeln, werden Bildgestalten verehrt. Natürlich verstehen wir, Krishna hat dieses Aussehen, Shyama Sundara, ja, der dunkle, schöne, mit Lotusaugen und Flöte und so weiter. Aber da Krishna unzählig viele Formen hat und Avatare, Formen, die er angenommen hat, um in dieser Welt zu wirken und verschiedene Spiele zu offenbaren, wird er auch in anderen Formen verehrt. Ohne zu vergessen, dass Krishna wahrlich eben dieser Kuhhirtenjunge ist. Und so auch zum Beispiel in Simhachalam, in dem Tempel, in dem ich mich aufhalte, da wird Krishna in einer besonderen Form verehrt als halb Mensch, halb Löwe, weil er mal erschienen ist in dieser Form, um seinen Geweihten Prahlad zu beschützen. Also das ist die Schutzpersönlichkeit von Krishna. Und da wird er eben in dieser Steinform von halb Mensch, halb Löwe schon seit vielen, vielen Jahren verehrt. Und da wird dieses Prinzip, das ich jetzt in den letzten 20 Minuten erklärt habe, eben angewandt. Und wenn man das alles nicht weiß, natürlich könnte man, gerade aus diesem christlichen Denken heraus, meinen, das ist diese Götzenverehrung. Aber ich habe eben, ich hoffe, dass meine Worte das erklären konnten. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, Einwände, schreibt bitte in den Kommentarbereich. Ich bin gern bereit, mir eure Sicht der Dinge noch anzuhören. Und vielleicht kann ich dann noch mehr ausführen. Aber das war eben der grundsätzliche Punkt, warum wir das tun. Dankeschön, Hare Krishna.